Kai, herzlichen Glückwunsch zum Auswärtssieg. Was für ein episches Ereignis in der Nachspielzeit vor 55.000, 10.000 Gästefans. Wie war es unten auf dem Platz? In erster Linie anstrengend, aber es ist immer wieder geil, vor so einer Kulisse zu spielen. Es macht Spaß. Hamburg hat uns nichts geschenkt. Wir mussten uns jede Minute, jeden Meter arbeiten und das haben wir gemacht, wurden am Ende aus belohnt. Ja, man kann nicht drum streiten. Hamburg hatte viel mehr vom Spiel. Wir haben diesen einen Konter gesetzt, haben ihn zum Glück erfolgreich abgeschlossen. Hatten auch zwei, drei andere. HSV hatte auch Chancen. Ich bin einfach glücklich, dass wir das irgendwie 1-0 gewuppt haben. Klar gehört auch immer ein bisschen Glück dabei. Vielleicht haben wir in der einen Situation auch schon vielleicht das Tor eher machen können. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man ein spätes Tor macht, hat man hinten raus nicht mehr so viel Zeit, muss man nicht mehr viel Zeit, das verteidigen. Deswegen bin ich einfach glücklich, dass wir das irgendwie gewonnen haben. Jens, das war ein emotionales Spiel mit einem vollkommen irren emotionalen Ende. Wie nimmt man das als Trainer jetzt auf? Kannst du schon fassen, was da heute passiert ist? Ja, in gewisser Art und Weise schon. Richtig realisieren werden wir es natürlich erst in den nächsten Stunden, weil ich glaube, es war ein sehr, sehr intensives Spiel, wo wir viel, viel leiden mussten, aber sehr diszipliniert waren, gut verteidigt haben, immer wieder unsere Umschaltsituationen hatten und vorher schon noch gute Möglichkeiten, ein Tor zu machen. Also wir wussten, es geht was, wenn solange wie die Null steht und sie ein bisschen vor allen Dingen hier zu Hause drücken müssen, dass dann halt immer Räume aufgehen. Und wie wir es dann in der Nachspielzeit, die dann ja aus meiner Sicht auch sehr, sehr lang war, und dann Kevin, dann sieht man, dass er eigentlich eher ein Offensivspieler ist als ein Defensivspieler, aber heute kam ja so viel zusammen, wir mussten so viel hinten wechseln, weil die Jungs dann halt auch platt waren oder angeschlagen waren. Und deswegen freue ich mich, dass es trotzdem auch für die Mannschaft, dass es aufgegangen ist, dass wir jetzt in dieser Liga, wo es nicht so schwer ist zu gewinnen, dann gerade hier drei Punkte holen, die natürlich niemand auf dem Schirm hatte. Hand aufs Herz, in den letzten Minuten ging es eher um 0-0 sichern, als um ein 1-0 zu machen, oder? Ja, definitiv, so haben wir ja auch gewechselt. Also wenn du jetzt hinten gelegen hättest, dann hätten wir natürlich anders gewechselt. Dann wären wir mehr Risiko gegangen. So galt es natürlich da gerade gegen Ende, wo wir müde waren, wo die dann natürlich nochmal gedrückt haben mit dem Publikum im Rücken, die sie auch nach vorne gepeitscht haben. Na, dann war es klar, dass es darum geht, hier diesen Punkt mitzunehmen. Der hätte uns auch geholfen, das gerade dann auch anzukommen, erstmal was auf der Tafel zu haben. Und, aber natürlich drei nehmen wir besser. Das erinnert mich ein bisschen an Schalke. Da war es ja ähnlich. Wir haben dann auch gebibbert, dass wir diesen Punkt da zum 3-3 mitnehmen und machen dann halt das 4-3. Und heute war es halt ähnlich. Das sind emotionale Momente, die erlebst du nicht oft. Aber wir haben jetzt schon ein paar solche Situationen gehabt. Deswegen, das fühlt sich natürlich richtig geil an. Kevin macht dann das Tor, hat es oft versucht, hat in der Vorsaison mal einen abgepfiffen gekriegt. Gegen Brøndby wird das Ding gehalten. Munsi macht es dann. Wie sehr freut dich das heute für ihn? Ja, weil wir es eben auch mit ihm nochmal besprochen haben, gerade diese Situation tief zu gehen, wenn du dann in diesen Halbpositionen bist, dann einfach mit Vollspann lange Ecke. Und da hat mal auf den Trainer gehört und hat direkt Erfolg gehabt. Endlich hat es geklappt mit dem Tor und dann so. Wahnsinn, oder? Ja, nachdem es letztes Jahr in Aue leider nicht gezählt hat, bin ich überglücklich vor so einer Kulisse und vor so einer tollen Unterstützung von unseren Fans. Das Siegtor zugeschossen zu haben, aber ich bin glücklicher, dass wir drei Punkte geholt haben. Das war sehr wichtig hier. Der Trainer hat gesagt, heute hat er endlich mal auf mich gehört, den tiefen Lauf gemacht. Hörst du sonst nicht so auf Jens Herden? Doch, ich höre schon auf ihn. Wir haben am Mittwoch hatten wir im Training so eine Situation, dass ich öfters mal ins lange Eck Vollspann schießen soll. Und es im Training, glaube ich, dreimal oder so nicht geklappt hat und ich weiter daran arbeiten sollte, auch im Training immer nach dem Training ein paar Abschlüsse machen und immer aus derselben Situation. Und ja, dass es heute so geklappt hat, ist natürlich Wahnsinn. Super, dann lass dich jetzt feiern. Da geht schon die Musik an, ja. In der Kabine. Da geht es, glaube ich, nochmal ordentlich zur Sache. Ja, das will ich jetzt auch feiern.